Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe diesen Satz schon mega lang nicht mehr gesagt, weil ich so beschäftigt war mit meinem Studium und super viel gelernt habe. Aktuell habe ich nämlich noch Klausurenphase und deswegen muss YouTube so ein bisschen hinten anstehen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, während ich ja meine Klausurenphase habe und mich noch abackern muss mit dem ganzen Lernen, haben einige einfach schon Sommerferien. Und ich beneide euch. Meine Ferien kommen erst ein bisschen später. Das ist ja im Jurastudium noch ein bisschen anstrengender, was Ferien angeht, weil ich eben Hausarbeit schreibe, ein Praktikum mache, bei einem Moot Court oder im juristischen Wettbewerb noch mitmache. Also Ferien wird das nicht. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon so viel mache in meinen Ferien und auch plane, ein bisschen zu wiederholen, ein bisschen zu lernen, muss ich ein paar Wege finden, wie ich es schaffe, mich zu motivieren und wie ich vielleicht auch euch motivieren kann, falls ihr ebenfalls in den Ferien ein bisschen was machen wollt, ein bisschen lernen wollt. Und daher kommen hier meine Top-Tipps, wie man auch im Sommer, wenn es vor allem so heiß ist, wenn es so warm ist, wenn vielleicht viele tolle Angebote sind, mit Freunden was zu machen, man sich trotzdem ab und zu dazu motivieren kann, auch mal was zu machen für die Schule, für die Uni und sich hinzusetzen und zu lernen. Ich glaube, wir kennen es alle, dass es draußen einfach super heiß ist, man gar keinen Bock hat, sich jetzt hier hinzusetzen und ein Buch aufzuschlagen oder so. Aber schlussendlich müssen wir es trotzdem machen. Und daher kommen hier heute meine besten Tipps. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und falls ihr weitere Lerntipps haben wollt, Moment, kann ich euch natürlich nur mein Buch Besten Noten ohne Stress ans Herz legen. Okay, egal. Die erste Sache, die mir oft hilft, mich zu motivieren, ist Gamification. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, weil das eine ziemlich gängige Methode ist, sich selbst zu motivieren. Und zwar geht es im Ergebnis darum, dass wir unsere Aufgaben gamifizieren, also spielerischer machen, um mehr Spaß dabei zu haben. So könntest du zum Beispiel ein Punktesystem erstellen und für jede erledigte Aufgabe einen Punkt sammeln. Ich habe das schon mal auf TikTok die Leute gesehen, die sich am Anfang einer Lernsession oder am Anfang eines Lerntages so ein Blatt nehmen und verschiedene Punkte draufmalen und für jede vollzogene Lernstunde einen Punkt ausmalen. Natürlich ist es erstmal total motivierend zu sehen, wie die Punkte ausgefüllt werden und sich langsam das Blatt so füllt. Man könnte aber noch zusätzlich sagen, für jeden ausgefüllten Punkt gibt es am Ende der Woche noch eine Belohnung. Irgendwie so. Das kann man ganz individuell austauschen und anpassen für sein Leben, was man eben gerne macht, wie man es gerne handhaben möchte. Die Idee dahinter ist einfach, dass man das Ganze wie so ein kleines Spiel macht und sich dadurch belohnt und dadurch mehr Engagement hat und dann eben auch so viel zu lernen. Ich hätte nämlich auch einige Lern-Apps, vielleicht kennt ihr davon noch einige, sowas wie Duolingo oder keine Ahnung, diese ganzen Sprachlern-Apps, wo man eben so Levelaufstiege hat oder Streaks hat oder so. Und sowas finde ich motiviert auch immer total. Da kann man auch gucken, ob man sich sowas in sein eigenes Leben irgendwie bauen kann, integrieren kann, wie man das eben auch in der realen Welt hier so etablieren kann. Das zweite ist Lernen im Freien. Ich finde, man kann auch mal die Sommerzeit nutzen, um den Sommer eben draußen zu genießen. Ich lerne wirklich super gern draußen. Das Problem ist immer, dass ich so geblendet werde von der Sonne, weswegen ich gerne mit einem Hut draußen lerne. Es ist kein Spaß. Das ist wirklich ein kleiner Hack, weil es stresst mich schon, wenn ich hier drin sitze und es so warm ist und ich die ganze Zeit merke, ey, Leute haben irgendwie Spaß draußen und ich sitze hier drin und muss jetzt hier was für die Uni machen oder für die Schule machen. Aber wenn ihr euch mit Freunden vielleicht verabredet zum Coworken draußen, eine Picknickdecke mitnehmt oder euch auf eine Bank setzt oder so, wirkt das schon alles ein bisschen besser auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass die frische Luft und die natürliche Umgebung Wunder wirken kann für die Motivation und viel besser ist, als alleine im dunklen Zimmer zu sitzen. Also falls ihr einen Garten habt oder einen Balkon, dann nutzt das auf jeden Fall aus. Dann natürlich, was ich immer wieder betone, versucht nicht den ganzen Tag 5 Stunden, 10 Stunden am Stück zu lernen. Das geht nicht und sollte man auch nicht machen. Daher ist es immer besser, in Intervallen zu lernen. Ob ihr jetzt da die Pomodoro-Technik benutzt, ob ihr da jetzt sagt, ihr lernt lieber 90 Minuten oder ihr lernt lieber, keine Ahnung, eine Stunde, macht dann eine halbe Stunde Pause, das ist ganz euch überlassen, wie ihr das am besten für euch findet. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich gerne in 90 Minuten Intervallen lerne und dann eben eine kurze Pause mache und dann wieder 90 Minuten. Das ist für mich so die beste Zeit. Und wenn ich dann versuche, länger zu lernen und irgendwie 3 Stunden ohne Pause da zu sitzen, merke ich einfach, das funktioniert nicht, ich kann nicht mehr. Und dann geht logischerweise auch die Motivation wieder verloren. Dann eine nächste Sache, die gerade für Schüler in den Sommerferien perfekt ist, ist das selbstbestimmte Lernen. Damit meine ich, dass man sich nicht nur hinsetzt und den Stoff für die Schule lernt. Natürlich müssen wir das auch irgendwie machen, zwingend. Aber um die intrinsische Motivation zu erhöhen, kann es auch toll sein, wenn man sich mal ein Thema nimmt, was einen wirklich interessiert. Vielleicht habt ihr irgendein Thema, über das ihr schon immer mal was lernen wolltet. Bei mir war das in der Schule vor allem immer das Thema Produktivität und Mindset und so, also die Themen von meinem Kanal.
habe ich mich immer sehr gerne damit beschäftigt. Andere wollen vielleicht lernen zu coden oder zu häkeln oder vielleicht wollen sie auch wissen, wie das Gehirn funktioniert oder wie man schöne Frisuren macht. Keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die mir gerade spontan kamen. Und wenn man sich da mal hinsetzt und sich sowas anguckt und dann versteht und merkt, dass man zum einen Lernen spannend finden kann und zum anderen auch Methoden findet, wie man gut lernen kann, hilft das auch sehr für das nächste Schuljahr, wenn dann da irgendwelche Prüfungen anstehen, dass man da genau weiß, wie man selbst am besten lernt. Habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen erwähnt nebenbei. Ich finde, am meisten macht das Lernen Spaß, wenn man das in Gruppen oder mit einer Person noch zusammen macht. Damit meine ich nicht unbedingt, dass man sich die Themen erklärt und darüber redet, sondern einfach nur, dass man gegebenenfalls nebeneinander sitzt. Ich lerne zum Beispiel super gern, seit ich in der Uni bin, in der Bibliothek, weil es mich so motiviert zu sehen, wie andere Menschen lernen. Und dann habe ich selbst diese Rechenschaft, dass ich jetzt nicht aufhören kann mit dem Lernen. Weil das ist ja richtig blöd, wenn ich einfach nur in der Bibliothek sitze und nichts mache und alle neben mir lernen. Ich finde, es gibt so ein bisschen einen positiven Peer-Pressure. Und das kann man auch sehr gerne mit seinen Freunden zum Beispiel machen. Ich liebe es zum Beispiel mit einer Freundin von mir auch einfach über FaceTime zu telefonieren, während jeder so sein Ding macht. Einfach weil das so motiviert, eine andere Person zu sehen, die ebenfalls lernt. Und man hat da irgendwie eine Person, die einen so ein bisschen von außen auch motiviert. Und am besten finde ich es auch, wenn man sich vielleicht verabredet für so einen ganzen Lerntag. Und dann macht man immer so ein paar Lernsessions, aber kann dann auch zwischendurch mal eine gemeinsame Pause machen, was zusammen essen, dann darüber quatschen oder was anderes Cooles zu machen. Ja, ich denke wirklich super gern an die Lerntage mit meinen Freunden zurück vor dem letzten beim Abitur oder das Jahr davor. Da waren wirklich richtig coole, witzige Tage dabei, wo wir viel geschafft haben, aber auch sehr viele coole Aktionen unternommen haben. Und ich hoffe, dass es diesen Sommer wieder so ähnlich wird. Ja, das waren einige Ideen von mir für euch, wie man den Sommer ein bisschen besser gestalten kann, damit man auch mehr Motivation zum Lernen hat. Falls ihr noch weitere Ideen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare, damit wir uns hier austauschen können und das für alle ein guter Platz ist für viel Motivation. Und ich muss mein Buch mal wieder aufheben, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Also wie gesagt, falls ihr nochmal einen gesamten Guide haben wollt für euer Abitur primär, dann kauft euch gerne mein Buch Beste Noten ohne Stress mit minimalem Aufwand zum 1,0 Abitur. Hat schon sehr vielen Schülern und Studenten geholfen. Ich bin wirklich so beeindruckt von eurem ganzen Feedback. Es freut mich mega und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis bald und genießt den Sommer. Ciao!